Istas Gerät steigt auf den Eingang der Höhle. Dann gucken wir doch mal da rein. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Das ist keine große Höhle jetzt. Ich habe nichts gesagt. Außer das ist ein zweiter Ausgang. Definitiv keine nette Höhle. I'd be glad to. Weiße Adra-Edelsteine. Das Gerät scheint auf irgendwas in der Höhle zu reagieren, die am Fuß des Weges zur Drungards Batterie liegt. Ist das Gerät, hat mich zwar nicht zu einer Erzablagerung geführt, aber ich habe einige weiße Adra-Edelsteine gefunden. Ich muss ja von diesem Ergebnis erzählen. So, ein Frostschleim hier. Eine außergewöhnliche Arbalest. Look there. Also ja, eine nette kleine Eishöhle war das. Dann gucken wir mal, wo wir hier rauskommen, wenn wir hier rausgehen. Das ist eine Kanone, die ich da vor dem Tor sehe, oder? Das wird kein eine Gatling sein. Auch wenn es ein bisschen so aussieht wie eine. I suppose it can't be helped. Hope that helps. Eine gute Akebuse, Diamant. Good thing I sold most of my jewelry. Noch eine Beute, Lagofev. So. Absolutely. I suppose it can't be helped. There you go. Oh, Falle. Ein sehr schöner Rapier, Armschienen der Abwehr. Was für Handschuhe trägt Alof gerade? Ja. Und der Rapier, den Alof gerade führt, der ist besser. Gut. I'm here. Nice and quiet. Zerfledderte Ladung.
Dieses große Paket aus Lackseil ist völlig vollgestopft. Durch einen langen Schlitz an der Seite ist ein Teil des Inhalts herausgefallen. Kleine Dosen, die stark nach Sweff stinken. Oh, Sagadi hat ihre Quest abgeschlossen. Trotz der finanziellen und personellen Unterstützung zweier valianischer Dukes fiel es Sagadi schwer, den Code der glaphantaschen Astronomen zu knacken. Viele der Kafantan, die anfänglich hilfsbereit erschienen, erwiesen sich als Roboteure, die glaubten, Außenstehende dürften keine glaphantaischen Geheimnisse anvertrauen. Nach mehreren Hinterhalten und schwierigen Verfolgungsjagden durch ihr Glamfahrt stand Sagadi schließlich der Urenkelin eines der orlanischen Astronomen gegenüber, welche die Liebhaber von vorhergesagt hatten. Sie drohte, den Schlüssel zur Entzifferung der Texte zu zerstören, aber Sagadi konnte sie davon abbringen. Man einigte sich darauf, dass zumindest die wichtigsten astronomischen Informationen übersetzt werden dürfen. Letztlich waren die valianischen Dukes etwas enttäuscht, da sie gehofft hatten, zahlreiche Geheimnisse der valianischen Astronomie zu erfahren. Aber schon die wenigen Informationen, die Sagadi bergen konnte, waren faszinierend für valianische Astronomen. Umhang der Konstellation, Erfahrung und ja, und das war's. I'm here. Ach ja, und ich wollte nach. Ich habe Feras Lager gefunden. Sie hat mir eine Belohnung dafür versprochen. Bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, dass Feras Ladung aus Sweff besteht. Ich könnte sie zur Rede stellen oder ich könnte sie bei Redding Guild verpfeifen. Ich habe was entdeckt. Ah, da drüben. Warte, an dem Bein habe ich was entdeckt. Achso, nur ein Stilett und ein Rubin. Also ein Edelstein, der... Ein Topaz, besser gesagt. Aber ja, das ist definitiv die Oh, schön viel Geflügel. Schön durchgefroren. Oh, hier ist noch was. Oh, Rastvorräte, die wir gerade nicht brauchen. Aber ja, unsere hauptsächlichsten Gegner hier sind Laguf, hä? Wieder eine ganze Beute von denen. I'm here. So. Wir haben Durchgangsübergang entdeckt. Okay. Oh, and if I find something good, you can have half. Nee, hier kommen wir nicht wieder zurück, wo wir herkamen.
wahrscheinlich außen rumgehen. Das hier könnte allerdings vielversprechend sein, was das Buch angeht. Diese Kiste ist leer, aber riecht stark nach Fisch. Oh, und hier sind die Kopfgeld. Ist das Kopfgeld, was wir einsacken könnten? Oh, Eistrolle. Hm. Nee, ich gucke mich erstmal auf der anderen Seite um. Also hier durch und hier in dem Gebiet. Dürgans Batterie ist echt wieder ein großes Gebiet, ey. Aber nee, noch bin ich nicht schlauer. Weil das hier ist es nicht. Auf jeden Fall ist es gut, dass ich mit den Ogern Frieden geschlossen habe. Sonst hätte ich gegen die Oger hier noch kämpfen müssen. Auch wenn die Oger ehrlich gesagt nicht so stark sind, wie man vermuten könnte. Not a sound. Taragias Lager haben wir entdeckt. Ah. Wer bist du? Hallo, es ist immer schön, andere Gestalten auf der Straße zu treffen. Du kannst dich vorerst entspannen. Baren sagt mir Bescheid, wenn sich Oger nähern. Ich mache mich bald wieder auf den Abstieg, aber ich habe noch einige Vorräte, wenn du was brauchst. Wer bist du? Ich heiße Taraga. Ich komme manchmal nach Stormwood, um Handel zu treiben. Nichts Besonderes, nicht so wie Idura, nur Vorräte, Zutaten. Ich wollte nach dem Überfall ein wenig Luft schnappen. Städte liegen mir nicht sonderlich. Wo geht es zu Dürgers Batterie? Also, so eine bist du, ja? Folge einfach der Straße nach Norden, dann nach Westen über die Brücke. Du erkennst sie es dann schon. Sei vorsichtig, vor einiger Zeit sind Lagofett hier aufgetaucht und sie haben schon einige Karawanen übel mitgespielt. Kennst du einen Mann namens Calvino? Calvino kennt wohl jeder, er hat eine kleine Hütte etwas nördlich von hier. Du musst ein Stück der Straße folgen und dich dann in den Wald schlagen. Aber geh nicht zu weit nach Norden, auf der Straße zum Pass wird es von Banditen. Weißt du etwas über Banditen in dieser Gegend? Sicher doch, die meisten Karawanen müssen die einzige Straße nehmen, die zum Pass führt. Ein Stück nördlich von hier, vor der Kurve, hat eine Gruppe von Banditen ihr Lager aufgeschlagen. An guten Tagen nehmen sie dir nur einen Wegzoll ab, aber meistens aber den Kopf. Ich persönlich halte mich von ihnen fern und meistens kommen sie nicht den Berg hinunter. Dann zeig mal, was du hast, aber sicher, sieh dich nur um. Streitachs, Schilde sind ein paar außergewöhnliche Sachen. Und Dietriche. Rastvorräte brauchen wir keine. Tundra-Kleidung brauchen wir auch keine. Gut. I'm here. Gucken wir noch, was da drin ist. Ein paar Weißkappen, wenn ich richtig gesehen habe. Gut, da gehen wir noch ein paar Schritte nach Norden. Not a sound. Oh. Das könnte hier der... Ja, das ist der Felsen. Hey, wir haben es gefunden. Gut, Alof wirft mal einen Blick da rein. Oh. Todesbolzen, den lernen wir doch gleich mal. Lernen wir alles, was hier drin ist. So.
Und dann können wir den Todesbolzen auch gleich ausrüsten. Gut. Dann würde ich aber sagen, speichern wir jetzt hier schön langsam. Das wäre jetzt 44. Let's Play 044. Speichert. Und dann machen wir jetzt einen Cut. Also, bis gleich.